Nutze deine eigene Technik, um dich in einen entspannten Bewusstseinszustand zu bringen. Bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als Werkzeug für den Heilungsprozess des Planeten Erde und seiner Bewohner zu verwenden. Stelle dir eine Säule aus Licht vor, die von der galaktischen Zentralsonne ausstrahlt, dann durch alle Lichtwesen innerhalb unseres Sonnensystems geht und anschließend durch deinen Körper hindurch ins Zentrum der Erde. Stelle dir eine weitere Säule aus Licht vor, die vom Zentrum der Erde aufsteigt, dann hinauf durch deinen Körper und aufwärts in den Himmel in Richtung aller Lichtwesen innerhalb unseres Sonnensystems und unserer Galaxie. Du sitzt nun in zwei Säulen aus Licht, wobei das Licht gleichzeitig sowohl aufwärts als auch abwärts fließt. Halte diese beiden Säulen aus Licht für einige Minuten aktiv.
Stelle dir nun eine violette Flamme vor, die den Kongo-Vortex und dessen Energiefeld auf dem plasmatischen, ätherischen und astralen Ebenen reinigt. Stelle dir vor, wie sich die violette Flamme über ganz Afrika ausbreitet und dieses dabei reinigt. Lass sie sich anschließend sogar noch weiter ausbreiten, bis sie den ganzen Planeten umfasst und dabei dessen Energiefeld auf den plasmatischen, ätherischen und astralen Ebenen reinigt. Stelle dir nun eine zarte, rosafarbene, göttliche, weibliche Energie vor, die alle vergewaltigten Frauen im Kongo heilt, das ganze kongolesische Volk heilt und die Frieden in das Land bringt. Stelle dir vor, wie diese göttliche, weibliche Energie den Riss in der planetaren Aura im Kongo verschließt.
dann stelle dir vor, wie sich diese göttliche, weibliche Energie über ganz Afrika ausbreitet und alle Menschen dort heilt. Lass sie sich anschließend sogar noch weiter ausbreiten, bis sie den ganzen Planeten umfasst und dabei alle Lebewesen auf dem Planeten heilt. Die Göttin will Frieden und Frieden wird sein.